Oh Gott. Hallo. Hallo Freunde. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Freunde, ich bin wieder da. Noch nicht ganz da. Also körperlich bin ich da, geistig eigentlich auch. Optisch nicht so ganz. Optisch befinde ich mich noch so ein bisschen im Mittelalter. Eigentlich dürfte ich noch nicht so flink wieder drehen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe letzte Woche die Augen gelasert bekommen. Deswegen sehe ich auch noch so ein bisschen rot um die Augen aus. Lasst euch davon bitte nicht verunsichern. Es ist alles in Ordnung. Mir geht es blendend. Ich sehe das erste Mal in meinem Leben scharf, ohne Brille, ohne Kontaktlinsen. Und ich freue mich ganz doll, denn ich habe auf dieses Video, glaube ich, wie lange mache ich das jetzt hier? 3 Jahre gewartet. Ich habe ein Paket bekommen von La Manufacture. Ich weiß es nicht. Und sie behaupten, dass ich mir, wir uns, unsere Foundation selbst zu Hause anmischen können, um die perfekte Farbe zu finden. Guess what? Falls ihr mir schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr, wie sehr ich struggle. Struggle ist nicht das richtige Wort dafür. Ich bin der König der nicht passenden Foundation. Und jetzt kommt eine Marke hier aus Deutschland um die Ecke mit einem Set, mit einer Innovation, die mir sagt, dass ich es in meinem Leben noch hinkriege, die richtige Foundation zu kriegen. Sign me in. Ich habe gesehen, dass Ellie am Wochenende ein Video hochgeladen hat dazu. Ich habe mir das extra nicht angeguckt, denn ich wollte ganz unvoreingenommen auf diese Marke gehen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und falls ihr hier neu seid oder es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr kostenlos einmal tun. Ich lade mindestens 3-mal die Woche hoch. Und zwei Sachen möchte ich ganz kurz noch ansprechen. Falls euch das Thema um meine Augen interessiert, schaut gerne mal bei Danny vorbei. Ich setze euch das Video einmal unten in die Infobox. Da habe ich über meine OP gesprochen und so ein bisschen meine Erfahrung und warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, denn ab 1. Dezember startet dort jeden Tag eine Verlosung für euch. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe die krassesten Pakete fertig gepackt, 24 Stück an der Zahl. Das heißt, 24 Leute können gewinnen. Ich werde natürlich auch hier was verlosen. Ich habe dieses Päckchen bekommen. Ich wurde angefragt, ob sie mir das schicken dürfen. Und ich meinte, ja klar, ich hatte aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht und dieses Paket kam. Das haben mir auch ganz viele von euch bei Instagram schon geschickt. Man soll wohl seine eigene Foundation-Farbe anhand seines Smartphones mit einem bestimmten Gerät herausfinden können, um dann die richtige Farbe selber anzumischen. Warum kam da vorher noch keiner drauf? Das wäre eigentlich mein Business gewesen. Aber guess what? La Manufacture war schneller. Paket kommt einmal so. Ihr könnt das auch so kaufen. Ich habe eben schon mal ein bisschen recherchiert. Kostet um die 45 Euro, 50 Euro knapp. Aber das Coole ist, ihr könnt euch die Foundation halt immer wieder frisch anmischen. Und egal ob Sommer oder Winter, ihr könnt den Test ja beliebig oft wiederholen. Wenn die eine Foundation leer ist, könnt ihr nochmal einen neuen Test machen mit dem Gerät. Und dann die Foundation passend an die Jahres-, Monats-, Wetter-, Klima-, whatever anpassen. Finde ich cool. Im Paket ist so eine kleine Beschreibung mit drin. Und dann haben wir hier einmal alle Produkte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Grundfarben, so eine Spritze, ein Gerät, dazu kommen wir gleich, ein Tiegel, wo wir die Foundation gleich reinfüllen können und ein Spatel. Und das Krasse ist, und ich mache dazu auch eine Bildschirmaufnahme, damit ihr seht, was ich sehe, wir müssen dieses Gerät, und das ist ganz innovativ, ich filme euch das gleich mal ab, damit ihr das sehen könnt. Da sind verschiedene Sensoren, glaube ich, dran. Und man setzt das einfach an die Kamera. Da macht man mehrere Fotos mit Blitz. Und dann sagt euch die App, wie das funktioniert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin aber auch eh nicht die hellste Kerze auf der Torte, die weiß, wie Physik, Chemie und Algorithmen, was. Egal. Wir wollen meine Foundation-Farbe finden. Und Freunde, wenn das funktioniert und die Foundation auch noch krass ist, sind alle anderen Marken weg für Foundation. Weg. Endlich, die Suche hat ein Ende. She's me. In 20 Minuten wahrscheinlich. Die Revolution auf dem Beauty-Markt. Die Skincam von La Manufacture. 100% passenden Hautton. Okay, wir starten jetzt einmal die Skincam auf meinem Handy. Hier kann man den Namen eingeben, Maxim, weiter, Hautton messen. Vor der Aufnahme der Fotos bitte Tutorial bis zum Ende anschauen. Okay, ich bin verwirrter als vorher. Handyhülle abnehmen.
Ich hoffe, das klappt. Ich habe nämlich das neue iPhone 12 Pro Max X 25.000. Und jetzt müssen wir diese Kamera hier anbringen. Welche ist denn die richtige Kamera? Also, hier ist so ein Streifen drin und den muss man am Blitz ausrichten. Jetzt Fotos aufnehmen. Okay, es ist... Ah, Mann, was ist... Welche Kamera ist es denn? Okay, ich hab's, glaube ich. Schaut mal. Man kann das so anpassen. Okay, that's crazy. Und das erkennt dann wohl... Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Am Hals. Ew. Foto benutzen. Nächstes Bild aufnehmen. Okay, das ist ein gutes Bild geworden. Okay, jetzt könnt ihr auch richtig die Farben erkennen, ne? Schaut mal hier. Sollen wir das nur am Hals machen? Und jetzt noch einmal hier. Das sieht cool aus. Yay, Maxim, wir haben deine perfekte Shade gefunden. Zu Anfang empfehlen die... Also, das sieht sehr rosa aus. Aber ich bin auch sehr rot gerade, ne? Okay, also man soll die Base Shade gut mischen. Ich habe jetzt hier einmal schon den Tiegel von dem Deckelchen befreit. Ist ein Glastiegel, fühlt sich sehr hochwertig an. Und dazu gibt es diese kleine Spritze hier. Ich brauche angeblich nur Base Shade 1 und 2. Und dann jetzt mischen und testen. Also wir brauchen 2,5, was auch immer, wahrscheinlich Milliliter, von dem hellen Ton. Okay, it's a lot. Also hier geht's bis 2. Wir schrauben das einmal ab, schütteln einmal gut. Und dann setzen wir das hier einmal ran und ziehen erstmal 2 Milliliter auf. Man soll keine Blasen machen, deswegen drücke ich einfach nochmal zurück und ziehe dann die Foundation raus. Okay, wow. Ich fühle mich gerade wie eine kleine Chemikerin. Wir haben genau 2 Milliliter. Wer ist denn? Mein Leben hat einen Sinn. Ganz ehrlich, das ist das, was ich an Make-up liebe. Dieses Rumexperimentieren. Und jetzt nehmen wir die dunklere Farbe. Das ist die 2. Davon brauchen wir 0,7. Das Ganze ist übrigens auch vegan und cruelty-free. 0,7. Okay. Blub. 0,5. 5, 6. 7. Sieht spannend aus. Jetzt gebe ich das Ganze hier einmal noch mit rein. Okay, she's dark. Wow, okay. Und jetzt können wir das Ganze mischen. Freunde, seid ihr aufgeregt? Haltet jetzt einmal das Video an und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob das funktioniert. Riecht nach nichts, ist nicht parfümiert. Okay, ich habe jetzt hier meinen Spatel und wir probieren das Ganze jetzt einmal aus. Okay, seid ihr schön nah dran? Das ist die Farbe, die mir jetzt vorgegeben wurde. Und ich blende das Ganze mit meinem Beautyblender einmal ein. Wir benutzen auch heute keinen Primer, denn ich möchte gucken, wie die Foundation an sich funktioniert. Freunde, wir machen erstmal die halbe Seite. Ich muss ein bisschen vorsichtig um meine Augen herum sein. Vielleicht oxidiert sie ja auch noch ein Stück, aber ich mache euch mal ein Stückchen dunkler. Ich habe euch ein kleines Stückchen dunkler einmal gestellt, dass ihr das Ganze gut sehen könnt. Also, nehmen den Spatel wieder, holen jetzt noch ein bisschen mehr Foundation raus. Crazy. Also an der Stirn, finde ich, sieht sie jetzt gerade noch so ein bisschen hell aus, aber ich bin ja auch gerötet, ne? Und das hat sie wahrscheinlich so ein bisschen rausgerechnet, weil ich habe ja kein bisschen Rot mit reingemacht. Das ist verrückt. Also das ist nicht schlecht, oder? Okay, Freunde, ich habe einmal eine zweite Schicht aufgetragen. Ich muss vorsichtig um die Augen sein, verzeiht mir bitte. Das Finish, das ist krass, weil das ist super. Also das ist nicht dewy, sondern das ist... sehr matt, finde ich. Sie trocknet recht schnell an, deswegen mache ich den Deckel gleich mal zu. Also, farblich ist das krass. Es sieht jetzt, glaube ich, nur so blass aus bei mir, weil ich hier am Hals rot bin. Aber es sieht nicht verrückt aus. Und vielleicht bin ich ja einfach so hell. Also, es ist nicht hell, es sieht schon krass passend aus, oder? Man könnte das wahrscheinlich jetzt gleich nochmal so ein bisschen anpassen. Vom Finish ist es aber ganz spannend, weil also sie fühlt sich extrem gesettet an im Gesicht und sehr, sehr weich gezeichnet. Also First Impression, krasse Sache, krasse Aktion. Es sieht richtig gut aus. Wir schauen mal, wie das aussieht, wenn ich mein Make-up fertig gemacht habe. Wenn das in einem anderen Finish noch geben würde, wäre das natürlich krass, weil ich bin eher so glowy und luminous. Das ist aber echt Full Coverage, ne? Also das hat schon echt gut mein Gesicht gesetzt. Ich mache einmal ganz kurz mein Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mein Make-up einmal so gut ich im Moment kann fertig gemacht. Ganz ehrlich. Freunde, das ist schon krass, ne? Also, den Bronzer mag ich gerade nicht. Ich zeige euch demnächst, welcher das ist. Aber es sieht so schön aus. Ich habe auch keinen Concealer benutzt. Ich habe auch kaum Puder benutzt, weil die Foundation schon recht matt ist. Aber, oh la la. Also, ganz ehrlich,
Ich glaube, wir haben eine Foundation gefunden. So overall, auch so im Vergleich zu meinem Arm, sieht das wirklich passend aus. Und ich bin schock, ich bin sprachlos. Jetzt muss die Foundation nur noch gut halten und dann könnte das wirklich eine richtig krasse Sache sein. Eine Sache, die mir aber eben beim Mischen und so aufgefallen ist, also wenn man so auf dieses Matte-Finish steht, ist das auf jeden Fall safe, da machst du nichts mit falsch, wenn sie gut hält. Das wissen wir nachher. Aber auch wenn du sagst, okay, deine liebste Foundation und die gibt es nicht mehr in deiner Farbe oder die Farbe passt nicht, du kannst ja diese einzelnen Base-Shades nachbestellen und damit reinmischen. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt den Tag beginne. Es ist jetzt 7:37 Uhr, also 7:30 Uhr, sagen wir 8. Ich melde mich in ein paar Stunden nochmal bei euch und dann schauen wir, wie die Foundation gehalten hat. Guten Abend, ich bin wieder zurück. Es ist jetzt 20 Uhr. Ich sehe schon ein bisschen durchgerockt aus. Ich habe die Foundation jetzt knappe 12 Stunden drauf und ich komme ein Stückchen näher. Seht ihr irgendwas? Seht ihr irgendwas? Freunde, ganz ehrlich, die Foundation. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich am Anfang gedacht habe, sie ist so ein bisschen nicht trocken, aber sie ist sehr, sehr matt gewesen. Und ich kannte diesen Auftrag noch nicht. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das irgendwie mit. Doch, mir fällt einer ein, mit der ich die Konsistenz vergleichen kann. Die Maybelline Superstay. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Und zwar ist das, es ist natürlich immer vegan, cruelty-free, aber auch im Langzeittest. Also ich meine, jetzt nach 12 Stunden sieht meine Haut aus wie frisch geschminkt. Es ist so ein bisschen Öl durchgekommen. Meine Augen, okay, mein Concealer, ich habe eigentlich keinen Concealer getragen. Es sieht fantastisch aus. Es hat gehalten. Es fühlt sich nicht speckig an. Ich habe eine ganz, ihr wisst es, ich bake normalerweise. Und das kann ich im Moment nicht wegen meiner Augen, weil ich nicht mit losem Puder an meine Augen gehen möchte. Das heißt, ich habe also mit diesem Pinsel hier und dem Nabla-Puder einfach so ein bisschen aufgenommen und bin hier lang gegangen und habe das Ganze gesettet. Und ihr seht, es hat einfach gehalten und das ist verrückt. Das kenne ich so von einer Foundation nicht. Und preislich, wenn man das Ganze jetzt runterrechnet, man müsste mal gucken, ob man vielleicht dieses Ladeding, also diesen Sensor vielleicht einzeln kaufen kann und dann nur die zwei Foundation-Dinger mit der Spritze. Weil man braucht im Prinzip, wenn ihr mein Hautspektrum habt, heller oder ein Stückchen dunkler, glaube ich nicht, dass ihr unbedingt die dunkelsten braucht. Aber es ist ganz cool, man kann sich das Ganze anpassen. Ich habe mir auch alles nochmal gemischt. Ich habe jetzt hier auch nochmal die Farbe komplett gemacht. Ich habe einfach die doppelte Menge genommen und habe ein kleines bisschen mehr von der dunkleren Farbe genommen, weil ich es gerne ein bisschen dunkler mag, wenn es hier zum Hals ein bisschen passt. Ansonsten war die Farbe aber, ich würde sagen, zu 90% ein Match. Und das Wichtigste, was mir am wichtigsten ist, nicht unbedingt die Farbe, wir wissen das, ich krieg's immerhin mit Puder, Concealer und allem, dass sie einfach gut hält und sie hat fantastisch gut gehalten. Ich bin gespannt, wie sie mit anderen Primern funktioniert, mit einer anderen Feuchtigkeitspflege, aber ich glaube, wenn eine Foundation schon ohne alles so gut aussieht, top. Ich setze euch das Ganze unten einmal in die Infobox. Ich meine sogar, dass sie mich gefragt haben, ob ich ein Set verlosen möchte. Das würde ich dann bei Instagram tun. Schaut da auf jeden Fall die Tage gerne mal vorbei. Ansonsten freue ich mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video selbstverständlich einen Daumen nach oben gebt und das Video teilt. Ich weiß, das ist ganz schön viel, aber damit unterstützt ihr mich wirklich am meisten. Eine kleine Ankündigung habe ich aber noch. Eventuell, wenn alles gut geht, gibt es Sonntag ein neues Produkt von mir. Kein Make-up, aber was Neues. Exklusiv und limitiert. Und Freunde, ja, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.